Und ein Moinsen zum Stadionvlog gegen Leverkusen. Auch mal wieder sonntags. Sonntag 15:30 Uhr. Alle schon vor uns gespielt. Also von der Abstiegskampfkonkurrenz natürlich. Und auch für Leverkusen, für die Euroleague-Konkurrenz, ne? Und natürlich auch ganz wichtig, es ist heute das erste Mal, dass sich Legendo jährt. Ihr habt das Video hoffentlich gestern gesehen. Vielleicht auch so ein kleiner Push nochmal fürs Spiel heute. Mit dem Rückblick, wie die letzten Spiele gelaufen sind, letzte Saison. Mal gucken, wie dieses Jahr aussehen wird. Und eben, um darauf zurückzukommen, bisher schon alles gespielt, was uns interessiert im Abstiegskampf. Und klar, es war scheiße, dass Bochum gewonnen hat. Sonst aber guter Spieltag, ne? Berlin hat verloren, Schalke hat verloren, Hoffenheim verloren. Und eben auch, um es nach vorne zu projizieren, Schalke den richtigen Dämpfer bekommen mit 6-0. Ich glaube, auch Bilder fällt dann aus mit fünfter gelben Karte. Frankfurt gewinnt auf einmal wieder erstärkt mit dem 3-0, war es, glaube ich, ne? Gegen Mainz. Die spielen nächste Woche aufeinander, weil eben die große Angst bei uns immer, dass Schalke hier zu Hause schlägt, die Frankfurter. Vielleicht sieht es ja doch anders aus. Und Mainz ja auch jetzt eher in einer schwächeren Phase wieder aktuell. Jetzt da gegen Schalke verloren, last minute. In Frankfurt war es wohl keine gute Leistung. Und gegen die spielen wir nächste Woche auswärts. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, wie es bei den nächsten Gegnern von uns auch aussieht. Aber auch ganz klar, also mich interessiert es immer. Ich finde es auch immer irgendwo wichtig, auf die Konkurrenz zu gucken. Dieses Rumgeplänkel da. Aber natürlich auch ganz klar, wir müssen erstmal selber liefern. Wenn wir jetzt in den nächsten drei Spiele alle verlieren, kann der Rest noch so patzen, wie er will. Wir müssen auch heute im besten Fall punkten. Wie gesagt, auch schon im Vorbericht gesagt, Leverkusen ist die bessere Mannschaft. Da brauchen wir nicht groß drüber reden. Leverkusen ist die bessere Mannschaft, hat den besseren Kader. Wir haben natürlich die Hoffnung mit der Europa League, diesem Hin und Her und Reisestrapazen. Nur nächste Woche geht es ja noch um richtig was. 1-0 verloren in Rom, das heißt, sie müssen schon sehr viel dran setzen, zu Hause auch zu gewinnen gegen Rom, das Ding noch zu drehen, was auch möglich ist. Ne? Aber natürlich eigentlich der Fokus auch darauf geschoben, vielleicht schont er heute welche. Diese paar Hoffnungen, die wir halt haben da unten als VfB im Abstiegskampf gegen Leverkusen. Die Bilanz, ne, seit 2010 nicht mehr gewonnen zu Hause. Deswegen, ich hoffe vielleicht wenigstens, dass wir einen Punkt mitnehmen. Bin da auch zuversichtlich, dass wir es vielleicht schaffen könnten, nicht zu verlieren heute. Sieg wäre natürlich krass. Erwarte ich in der Hinsicht erstmal nicht. Aber ey, bisher hat an diesem Spieltag jede Heimmannschaft gewonnen. Ich denke mal, dass es später auch noch Leipzig gegen Bremen tun wird. Dann wäre es vielleicht der Spieltag der Heimsiege. Hoffentlich kacken wir in die Statistik da nicht rein von diesem Spieltag. Hoffen wir mal aufs Beste. Stimmung muss da sein von Beginn an. Bin mir auch sehr sicher, dass er da ist von Beginn an. Ausverkauft, Vollgas geben und dann einfach gucken, was bei rumkommt. Yeah.
lass dich niemals allein. Du bist ewig mein Verein. Wir werden niemals untergehen, solange uns die Fahne weht. La 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 la. Auf dem Schuhplatz. Komm, wir rennen! Scheinbar eindeutig. Ja, man lebt sein Leben. Scheiße, DFB. Scheiß DFB. Das wäre ein Punkt. Das wäre ein Punkt. Das wäre ein Veto-Ding wahrscheinlich. Das wäre doch. Der räumt halt weg. Da braucht du wirklich aufgucken gegen den Gerasi. Flanke nochmal. Genau sowas nämlich. Fuck, Alter. Auf den Jungs aus Gangstadt. Hey, Jungs aus Gangstadt. Auf den Jungs aus Gangstadt. Schieß ein Tor. Da ging so gut und so doppelt und dreifach Spaß machen. Wie die alles mit Fouls unterbinden. Unglaublich. Meistens in Augsburg, Alter.
Stuttgart kämpfen und siegen! Auf geht Stuttgart kämpfen und siegen! Auf geht Stuttgart kämpfen und siegen! Ja, 1-1, ne? Ich glaube, das Ergebnis beschreibt das Spiel auch eigentlich genau richtig mit dem 1-1. Und es ist der klassische Spruch von zu wenig zum Leben, zum Sterben zu viel. Wobei der Spruch fast noch zu negativ finde ich, weil im Gesamtkontext nimmst du den Punkt mit. Also ich glaube, vor dem Spiel hätten die meisten den Punkt mitgenommen. Nach dem Spiel kann man vielleicht debattieren, dass Leverkusen schon auch da war, dass man da mehr mitnehmen kann. Also von ihrer Leistung her war es natürlich nicht top. Man hat schon auch sehr gemerkt, dass beide Mannschaften sich, glaube ich, mit dem Punkt auch übers Spiel hinaus und auch von Beginn an vielleicht sogar schon durchaus irgendwie anfreunden konnten. Leverkusen, weil sie schonen müssen oder schonen wollten, wie auch immer. Noch Europa League-Rückspiel haben im Halbfinale. Leverkusen war eine Top-Mannschaft und den Punkt brauchen wir. Niederlage heute wäre richtig scheiße gewesen. Den Punkt brauchen wir, nimmt man auch gerne mit. Ich sehe es auch nicht als verlorene 2, sondern als in der Hinsicht gewonnenen Punkt so. Aber von Beginn an so ein bisschen wieder ein paar Stichpunkte vor mir. Fahnenmeer war geil, war schön ausgeteilt, sah einfach geil aus. Natürlich da wieder schade, dass die Haupttribüne nicht voll sein darf, sonst sähe es natürlich noch geiler aus in so einer kompletten Arena. Fand es sehr schade und wahrscheinlich haben wir echt das erste Mal auch in einem Heimspiel diese Platzwahl verloren, weil zweite Halbzeit aufs hintere Tor, auf die Türkgänger-Kurve, ist ja mal maximal scheiße. Das bockt ja mal überhaupt nicht so. Ist immer richtig geil, wenn die zweite Halbzeit auf dein Tor läuft. Wahrscheinlich haben wir echt das erste Mal dann dadurch auch verloren, weil wenn wir gewinnen, nehmen wir es mal also immer so, dass wir die zweite Halbzeit auf die Katscher-Kurve haben. Hoffentlich gewinnen wir es gegen Hoffenheim auch die Platzwahl, dass wir auf unsere Kurve spielen können. Das wäre schon sehr wichtig, finde ich. Ein Spiel ja generell in Anführungszeichen recht langweilig, also vor allem die erste Halbzeit, ich glaube, da passt das Wort langweilig. Die zweite war ein bisschen mehr Pep drin natürlich, aber wenn ich hier hervorheben will, über das gesamte Spiel gesehen, weiß nicht, ob es im Vlog mit drin war, ob ich da irgendwie was mit drin hatte per Zufall, ein paar Ausraster im positiven Sinne, weil Hiroki Ito hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Bockstarke Leistung, so zum Beispiel diese eine Szene, wo er da im Vollsprint gegen den Leverkusener, der auch Tempo hatten, auch im Vollsprint war, eine perfekte Grätsche rauspackt, kurz vor dem eigenen 16er, den Ball noch dann rettet vor der Eckfahne, also vorm Aus. Top-Spiel von Hiroki Ito. Generell bei der Abwehr alles in Ordnung gewesen. Anton hat eine schlechtere Note, glaube ich, bekommen bei vielen. Zagadou hat auch ein sehr ordentliches Spiel gemacht, fand ich. Und dann kriegst du halt einen Elfmeter, der scheinbar auch sehr klar war. Wie gesagt, ist halt hinteres Tor. Siehst dich so richtig gut von uns. War wohl eindeutig nicht zum VAR rausgelaufen, nix. Und dann kommt ein Girassi und ich war wirklich perplex, auch beim Jubel oder vorm Jubeln quasi auch noch perplex. Der chippt den. Der holt den Panenka raus. In so einer Situation, ich glaube, Radetzky hat es auch gesagt im Interview nach dem Spiel, irgendwie, da musst du Eier haben und sowas, und hat er nicht mit gerechnet und so. Girassi im Abstiegskampf, so ein wichtiger Elfer, der chippt ihn in die Mitte. Unfassbar. Dann halt auch recht schnell danach kommt der Ausgleich von Leverkusen. Elfmeter muss ich echt sagen, selbst im Stadion, der Fokus war zuerst darauf, was ist passiert mit dem Leverkusen, weil er kurz so ein bisschen angenockt aussah. Hast schon gesehen, der hat ihn halt wirklich weggerumpelt so, also nie im Leben mit Intention, weil ich glaube davor noch irgendein Verteidiger, glaube ich, Zagadou war es, den Ball irgendwie köpft, dann dadurch er erst quasi richtig in ihn reinrumpelt und so, weil natürlich auch keine gute Strafraumkontrolle von Preto, das so hinzufliegen. Und dachte mir schon im Stadion, als er rausgelaufen ist, ja, den kann man wohl durchaus auch geben. Ist halt das Ding von, kann man geben, muss man nicht geben. Für mich, wie gesagt, wenn ich selbst TV sieht immer noch was anderes, aber wenn ich selbst im Stadion mir denke, den kann man schon geben, dann ist das für mich im Kopf dann durchaus auch ein Elfmeter und ist okay, dass man den gibt so. Die größte Frage da ist halt vor allem, weil ich sage, Intention ist ja halt grundsätzlich egal, haben wir auch in Mainz gemerkt, ne? Wie gesagt, der Elfmeter für Schalke damals, da war ja auch keine Intention zum Ball oder keine Chance auf den Ball, war auch egal. Wie gesagt, einfach ein bisschen unglücklich von Preto gelaufen, die Szene generell unglücklich gelaufen. Und die große Frage da ist halt, wenn er rausgeht, und ich glaube, es lag auch daran, dass er eben so viel Zeit hatte. Die hatten ja unendlich Zeit, sich die Szene anzuschauen. Weil der lag ja auf dem Boden, wurde behandelt. Ich glaube, die hatten zu lange Zeit. Wenn es ein ganz normales Foul gewesen wäre, was ganz Normales gewesen wäre, hätten wir vielleicht das Ding einfach weiterlaufen lassen als ganz normale Situation während der Ecke halt. Aber die hatten eine lange Zeit, sich das anzuhören durch die Behandlung. Und da ist halt die große Frage, ich habe gesagt, kann man für mich geben? Problem ist halt, es ist ein Kann. Er hat ihn nicht gepfiffen im ersten Moment. Es ist ein Kann. Und dass er dann zum VAR rausläuft, ist aber die Frage, haben wir das noch? Gibt es das Thema, er darf nur bei glasklaren Fehlentscheidungen raus? Oder sich das anhören oder was ändern? Gibt es das noch? Weil vom Gefühl her schauen die sich ja wirklich absolut jede Szene an. Jede.
Wahrscheinlich gibt es diesen Wortlaut gefühlt auch gar nicht mehr in den Köpfen von Schiedsrichtern, weil das war es ja im Leben nicht. Eine glasklare Fehlentscheidung war es nicht. Also die größte Frage für mich ist der VAR-Einsatz, dass du einen Elfer gibst, ist für mich in ist für mich grundsätzlich okay. Fand es während dem Elfer ein bisschen affig, habe ich glaube auch reingebrüllt, das Selbstdarstellerische vom Schiedsrichter da, im Koulibaly da unten als Einwechselspieler gelb zu geben, ganz affig fand ich. Am Ende, ne? Gerechtes Unentschieden. Wie gesagt, vorm Spiel jetzt, glaube ich, die meisten mitgenommen, hier einen Punkt zu holen gegen Leverkusen so. Ich weiß auch nicht, der Anspruch tabellarisch, ja, aber wo der grundsätzliche Anspruch herkommt, hier unzufrieden damit zu sein, dass du gegen Leverkusen nur Unentschieden gespielt hast und du musst die doch schlagen. Also Jungs, das ist immer noch Leverkusen, ne? So mal ganz doof gesagt. Und am Ende des Tages verdient es Unentschieden, auch nach jeglichen Statistiken verdient, nach Spielverlauf verdient. Wir hatten auch diese eine Riesenchance von Wagnermann auch nicht richtig mitbekommen, erst danach in Bildung gesehen, wie krass knapp das war und dass man durchaus mal machen darf, aber Leverkusen auch oft angerannt. Die haben es halt auch nicht zu Ende durchkombiniert, nicht zu Ende gespielt, wir auch nicht so wirklich. Viel Handball um 16er drumherum. Und am Ende auch so vom Einsatz her, vom Vollgas her, wir hatten noch so ein bisschen hoch und runter sehen, Leverkusen auch ein bisschen Gas gegeben, aber für mich als Zuschauer kam nicht rüber, dass der VfB oder Leverkusen das Spiel ums Verrecken noch gewinnen wollte. So all in geht, so lieber wir versuchen, das 2-1 zu machen und wäre uns dann im Endeffekt auch egal, noch 2-1 zu kassieren, wir müssen hier Vollgas geben. Wie gesagt, wirkte schon so, als wären die alle mehr oder minder zufrieden mit dem Unentschieden. Und jetzt muss ich nicht nochmal groß drauf eingehen, weil Intro schon angesprochen, Punkte in Mainz, es sind auch 3 Punkte drin, aber Punkte erstmal in Mainz, Schlag Hoffenheim und dann hast du, klar, der Rest muss passen, wie gesagt, alles im Intro angesprochen, wie es bei Frankfurt aussieht, auf Schalke dann, mit Mainz gerade in der Leistung aussieht, auch Hoffenheim mit schwere Gegner, Union aus zu Hause, wo nicht viele Punkte drin sind normalerweise, dann bei uns auswärts. Punkte in Mainz, verlier da nicht, gewinnen kannst du da auch, ne? Will auch das nicht Abrede stellen, aber Punkte da erstmal, Hoffenheim schlagen und dann natürlich, je nachdem, was die Konkurrenz macht, auch Bochum dann bei Hertha und so Geschichten. Und wenn alles normal läuft, könnte auch das schon reichen für den direkten Klassenerhalt. Guck mal halt, sind dann auf andere angewiesen, weil es sind Platz 17, ist ja auch ganz klar, aber ich sehe das Spiel jetzt nicht so negativ, wie viele es tun, zumindest von dem, was ich gelesen habe. Noch mehr oder minder alles in der Hand. Natürlich, wenn der Rest natürlich mitspielt, ist ja auch ganz klar. Aber Punkt Leverkusen, hätte man es davor mitgenommen, ist ein verdientes Unentschieden, kannst drauf aufbauen. Jetzt in Mainz nochmal so spielen, weitermachen. In Mainz kannst du auch gewinnen, gegen Hoffenheim sausen, musst du gewinnen. Ja, und dann ist das Ding immer noch alles möglich, hier die Klasse zu halten. Würde ich sagen, was von dem Video. Langes Fazit wieder. Natürlich gerne eure Meinung alles in den Kommentaren dalassen. Klare Geschichte. Natürlich auch gerne das kostenlose Abo und den kostenlosen Like dalassen. Auch ganz klar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.